Weiter geht es mit War Tales, mit unseren Abenteuern hier. Und haben wieder einen Kampf vor der Brust. Die Gegner sind gar nicht so stark. Die haben gar nicht so viele Trefferpunkte und Rüstung. Die waren schon im Kampf mit einer Hauptmannsbande. Eigentlich ist das eine durchschnittliche Aufgabe und sollte schwerer sein. Ich tippe mal drauf, dass deshalb, weil wir die angegriffen haben, als die schon im Kampf waren, jetzt schlechter sind, schwächer. Aber ich weiß es nicht genau halt. Danke an die vielen Leute, die uns auf Twitch zugucken und auch an die YouTube-Zuschauer für eure Aufmerksamkeit. So, wir schauen mal. Drei Leute links, drei Leute rechts. Ich halte einfach nur mal Ausschau nach Leuten mit fiesen Spezialfähigkeiten. Das ist Giftwolke, Wirbelwind, Flächenangriff. Das heißt, die sollten wir einzeln stellen und nicht mit zweien angreifen. Das ist ein Bogenschütze. Den sollten wir auch solo erwischen. Das ist es schon. Und hier ist auch ein Wilderer noch ein Bogenschütze. Also zwei Bogenschützinnen. Und die drei, die sollten wir solo erwischen. Das schaffen wir. Und in welcher Reihenfolge kämpfen die? Ich mache mal kurz die Leiste hier weg. Die kämpft gleich als erste. Die sollten wir also sofort angreifen. Und die kämpft erst viel später. Okay. Das heißt, dann schnappen wir uns für den Angriff für hier vorne. Jemand mit viel Rüstung. Hauptmann Tu. Ach, das sind die anderen. Die kämpfen mit uns. Cool, die sind ja mit auf der Karte. Und die ziehen auch gleich. Super, ich bin total begeistert. Unsere Unterstützer. Wann die kämpfen, wird gar nicht angezeigt. Sehr spannend. Graue Axt kann viel aushalten. Graue Axt geht bitte schön hier unten hin. Zieht hier rüber, über den Speer. Schleudert den Speer auf Muninal, die Unkeusche. Und macht dann seine Spezialangriffe. Ja. Eventuell ist, wir haben doch sogar eine Einheit, die kann noch coolere Sachen machen. Eventuell kann er sie gleich, nee, wir haben doch noch, der bekommt, wenn er, nee, wir haben doch noch jemand, der im Duell extra Punkte bekommt. Das ist Arnold. Wo ist Arnold? Hier links, wir machen das mit Arnold. Arnold zieht hier rüber. Arnold zieht hier rüber, greift hierauf an und der bekommt noch einen extra Punkt, wenn er im Duell ist. Das finde ich eigentlich noch cooler. Arnold zieht gleich hier hin. Dann brauchen wir eine Einheit, die den Wilderer angreift. Wir schubsen den Ganoven auf den Wilderer drauf und greifen damit Anna an. Wir nehmen Brot ab. Brot ab wird von hier runterziehen. Wird die beiden, wird den Ganoven anschubsen, hier hinziehen. Dann zieht Anna hinterher und macht einen Gelegenheitsangriff. Klappt nicht, weil der Wolf danach erstmal zuerst angreift. Deshalb wird das nicht klappen. Dann müssen wir die beiden, weil dann würden wir den Wolf treffen. Hier links kriegen wir den Plan nicht durchgeführt. Doch, wir können Folgendes machen. Wir können Brot ab hier links hinten hinschicken. Dann kann Brot ab hier hinziehen, die Einheit hier rüberschubsen und Anna macht den Angriff dann auf die beiden. Anna macht das hier, schnappt sich die beiden. Genau. Haben wir noch einen mit einer Schubsfähigkeit? Vielleicht kann Anna sogar alle drei auf einmal angreifen. Eigentlich nicht. Haben wir da irgendeinen, der noch eine Schubsfähigkeit mittlerweile hat? Ja, wir haben doch einen Bogenschützen. Ronja konnte die Leute schubsen, ne? Ronja steht hier und kann damit Leute schubsen. Das heißt, wenn wir Ronja es schaffen würden, dann packen wir Ronja hier oben hin. Wir packen Brot ab hier unten hin. Anna in die Mitte. Brot ab schubst die Einheit nach hier oben hin. Ronja schießt die Einheit daneben. Anna zieht nach und greift alle drei auf einmal an. Dann brauchen wir Grauachs gar nicht mehr. Grauachs kann dann hier oben kämpfen. Grauachs kann den Wilderer einbremsen. Wolf greift eine von den beiden an. Der Hauptmann zieht von alleine. Und Arnold und die beiden schicken wir hier links hin. Ne? Giftnadel haben wir noch nicht eingeplant. Giftnadel macht auch Bereichsangriff. Cool. Dann ziehen wir mit Giftnadel auch hier links hin, hier oben durch. Genial. Plan steht. Wir fangen an. Plan steht. Wir beginnen. Erster Schritt, die erste Einheit, die gleich kämpft, ist unten links, seht ihr, es ist Muninal, die Unkeusche.
Der Unkeusche. Oder jemand, der noch nicht so richtig sich entschieden hat, ob Mann oder Frau. Mundenal, die Unkeusche ist vielleicht auch eine Frau mit sehr männlichen Gesichtszügen. Ich weiß es nicht. Ist mir nicht so glasklar. Danke an alles Esserboy fürs Abo verschenken. Danke dir. Wir greifen mit Arnold hierüber an, ziehen auf den Speer drauf. Schleudern jetzt den Speer auf Mundenal. Und machen jetzt ziehen direkt davor. Einmal zertrümmern. Erster Angriff. Einer hat nur Rüstung. Ist er besonders stark. Jetzt sind wir im Kampf und haben einen extra Aktionspunkt bekommen. Arnold bekommt, wenn er im Duell ist, einen Gratispunkte dazu, und das ist der gelbe Punkt hier, und den können wir jetzt einsetzen, ohne an die normalen Bestandspunkte ranzugehen, für eine Sonderfähigkeit, für Ablenken. Die einer zieht jetzt als nächster. Wenn wir ablenken, dann ist der Angriff reduziert, der achte Angriff, um 70%. Oder wir machen den schwächenden Schlag und drei Runden lang ist der Schaden um 50% verringert. Das finde ich eigentlich noch cooler. Dann setzen wir aus. Wir könnten jetzt nochmal auf Ablenken gehen, aber das ist übertrieben. Beenden den Zug. Jetzt kommt der, ja, der von dem Angriff hatten wir Angst, ist gar nicht mehr nötig. Der gebändigte Wolf zieht automatisch. Entschuldigung, ich habe was im Hals, muss mir kurz einen Bonbon nehmen. Und jetzt sind wir hier unten. Und der nächste Angriff kommt jetzt in der Initiativliste, seht ihr es, durch die Einheit hier. Der Ganove greift den Wolf an. Wir wollten die aber eigentlich... Und danach kämpft hier links der Ganove und die wollten wir schubsen. Mit Ronja... Hier vorne hin. Einmal ein bösartiger. Eventuell treffen sogar beide. Jetzt will ich es wissen. Treffen wir beide auf einmal? Wir können auf den hinteren zielen und dann wird der vordere vielleicht mitgetroffen, aber der hintere wird geschubst. Das ist der gleich dran ist. Wir schubsen den. So würden wohl beide getroffen. Aber der hintere würde geschubst werden und so wird nur der obere getroffen werden und würde hier runterziehen. Und Anna kann jetzt, wir haben nur eine Aktion, nachziehen und beide gleichzeitig angreifen. Beides hat Vor- und Nachteile. Eine Tiefe ist, dass Anna runtergeht und die beiden angreift. Die stehen jetzt nebeneinander. Jetzt ist Ronja dran und kann sich nochmal wegbewegen. Und ihr wisst, wohin wir die schützieren. Auf den Speer drauf hier. Hat einen gratis Speerwurf dadurch. Dann wird der schon ausgelöscht. Oder wir schwächen den. Wir machen es einmal hier drauf. Jetzt können wir noch ein Stück weiter wegziehen. Wir ziehen so weit weg, wie geht. Setzen aus. Jetzt haben wir eine Aktion und das machen wir jetzt mit Anna. Anna zieht jetzt rüber. Zieht zwischen die beiden. Macht einen Spaltenangriff. Jetzt bin ich gespannt, ob das eine Rolle spielt, ob, auf wen wir zeigen. Weil ich würde gerne den Bogenschützen, die Bogenschützin hier vorne, in den Nahkampf reinzwingen. Aber ich glaube, das geht mit dem Schwert nicht. Wir klicken mal auf beide, aber halten den Pin so mal mehr auf sie. Einer futsch.
So, und jetzt können wir. Der Wilderer hier ist gleich dran, ne? Da wird nur einer von uns vorher kämpfen. Wir könnten den Angriff des Wilderers schwächen, der Wilderin. 3 bis 6 Schaden ist so lächerlich. Darum kümmern wir uns nicht. Das ist so popelig, da gebe ich nichts für aus. Wir bleiben ja einfach stehen. Wir könnten ein Stück wegziehen. Sie bekommt einen Aktionspunkt, die Anna, wenn sie ablenkt. Wir könnten noch die Punkte, die Wachrüttelnpunkte uns holen für jeden Verbündeten. Wir ziehen mal. Wie groß ist der Bereich? 4 Meter. Ja, dreimal. Drei Leute um uns herum. Wir bekommen, das können wir einmal pro Kampf machen, 3 von den goldenen Sonderpunkten. Jetzt haben wir so viele Punkte. Oh, hat ja auch geklappt. Haben wir nur 2 bekommen. Das heißt, der Hauptmann hat uns keinen Punkt gegeben. Nur die beiden, ne? Der war zwar mit im Bereich, wir haben aber. Der gilt nicht als Verbündeter. Das ist schade. So. Dann bleiben wir hier stehen. Nee, wir ziehen dem entgegen. Ich möchte, dass Anna von dem. Das ist der Ganove, der ist gleich dran. Dass die Ganovin Anna angreift. Die hat mehr Rüstung und mehr Trefferpunkte als Ronja, die Bogenschützin. Außerdem kann Ronja mit dem Bogen nur effektiv spielen, wenn sie nicht im Nahkampf ist. Stellen uns also direkt hier dazwischen. Der Wolf leidet. Hat geklappt. Anna wird angegriffen, nicht Ronja. So, und jetzt ist die nächste Einheit, die kämpfen wird, ist die Wilderer hier Einheit, die Wilderin hier vorne. Die würde ich eigentlich gerne, wenn irgendwie möglich, in den Nahkampf zwingen, damit die ihre Waffe nicht richtig einsetzen kann, auch wenn die nicht so super cool ist. Danach zieht der Hauptmann den Wilderer hier vorne. Können wir den noch in den Nahkampf zwingen? Mit Grauaxt, naja, da haben wir noch alle Zeit der Welt für. Dann versuchen wir mal, ob wir mit Giftnadel. Ah ja, kann man nicht durchgezogen. Hier ist eine Bärenfalle. Das ist hinterhältiger Wirbelwind. Ja. Kostet keinen Aktionspunkt. Alle Einheiten im Bereich 10 Schaden. Da kann man doch die beiden rausnehmen. Oder die beiden hier. Die sind doch viel stärker. Haben wir die freie Wahl. Wir ziehen mal rechts. Na, hier haben wir mehr Leute an. Wir ziehen hier links mal rüber. Ich will, dass die weg sind. Der kann auch noch ziehen, ne? Ah, der kann auch noch ziehen. Der kann den alleine schaffen. Dann ziehen wir mit Giftnadel hier nach rechts rüber. Die können beide keinen, den nicht in den Kampf verwickeln. Vielleicht können wir den in die Bärenfalle reinschubsen. Mal gucken, ob das geht. Mal schauen, ob das funktioniert. Stellen uns einmal hier hin. Das wird doch cool. Wir wollen erstmal einmal aufspießen. Er hat sich nicht bewegt. Ach, ist gestorben. Galvanisiert. Und jetzt gucke ich mal. Das sind die beiden Feinde, ob wir den Speer durch die durchwerfen können, ja. Gucken, ob das geht. Achtung, Speerwurf. Ja, so, ne? Ja, cool.
Das ist ja zauberhaft. Klasse, das wäre total gefallen. Und er bekommt einen extra Punkt, wenn er neben einer Einheit stehen bleibt, ohne dass er Schaden bekommt. Also wir müssen ihn einfach nur daneben stellen. Der hat auch keinen Flächenangriff. Einfach nur hier hinten hin. Ein extra Aktionspunkt bitte. Hoppla. Jetzt. Jetzt zieht die KI, die mit uns verbündet ist. Jetzt haben wir in dieser Kampfrunde noch zwei Leute, die wir ziehen können. Und nur noch der Wilderer kann was machen. Die Wilderin, das ist eine Fernkämpferin, ziehen wir also runter. Die kriegen wir erledigt. Einmal, naja, einmal zuhauen und aus die Maus. Einmal hier vorne hin. Sehr schön läuft. In dieser Runde kämpft niemand vom Feind mehr und die nächste Einheit, die dann ziehen wird, ist die hier hinten, der Ganove, den können wir vorher killen. Ich überlege mir, ob wir den Gelegenheitsangriff hier noch machen sollen. Der Wolf hat einen Angriff von 9 bis 11. Das können wir doch machen. Ich glaube, wir müssen neben dem stehen. Wir stellen uns einmal hier hin. Ein Punkt Gelegenheitsangriff auslösen, Wolf, bitte. Läuft, sehr schön. Jetzt kann man in aller Ruhe rüberziehen, zu wem auch immer. Wir ziehen die Verbündeten. Den Feind hat man umzingelt, auch weg. Jetzt gibt es nur einen Feind und er versucht komischerweise nicht zu fliehen. Wir ziehen mit Giftnadel hier unten noch hin. Schmeißen einmal die Axt. Ach Quatsch, das geht auch so. Alle Einheiten im Bereich Schaden. Moment, Moment, Moment. Reichweite 2 Meter. Dann stellen wir uns hier hin. Einmal Wirbelwind, bitte. Ja, das haben wir geschafft. Sehr schön. Ja, wunderbar. Klasse, das lief gut. Jetzt plündern wir, bekommen ein bisschen Geld, verzichten wieder auf die Gebeine, weil wir den Kannibalismus noch nicht aktiviert haben. Und ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob ich mir den holen soll, weil ich weiß, es sind vielleicht auch mal jüngere Zuschauer dabei. Und der Onkel will nicht zeigen, dass man andere Menschen essen kann. Das will er nicht zeigen. Wir plündern einmal, Einflusspunkte nehmen wir mit und XP. Wir müssen geringfügig irgendwas reparieren, aber total wenig. Ach, wir machen das einfach. Ich bin zu faul, das zu checken. Wir können keinen aufleveln. Speichern einmal ab und feiern uns dann bitte. Weil die Wache belohnt uns 20 Einfluss dafür, weil wir einer Wache geholfen haben im Kampf. Das merke ich mir mal. Und jetzt ist die Frage, wo und wie ziehen wir weiter? Eisen beim Händler kaufen, Renam, das ist eine gute Idee. Wir könnten gucken, ob wir noch ein paar Eisen, 2 Eisenerz brauchten wir noch. Ne? Leder haben wir mittlerweile. Oh Gott, das war für irgendeine Waffe, ne? Das war für den Amboss und für die Eisenaxt. 2 Leder haben wir, 5 Holz auch, 6 Eisenerz brauchen wir, 4 haben wir, 2 Eisenerz brauchen wir noch. Wir schauen mal bei den nächsten Händlern nach. Einmal hier bitte. Gibt's Eisen? Na, Pilze, Trockenfleisch, Aal. Und Rattenfleisch. Kein Wunder, dass das so billig ist. Keine Boni, kein nix. Gibt es irgendwas Cooles, was wir kochen könnten? Nee, wir haben noch keine Rezepte. Wir haben Rezepte, aber noch nicht freigeschaltet. Wir greifen die auch nicht an und sagen Arrivederci, tschüss, liebe Grüße. Dann wollen wir gucken, dass wir mit denen noch ein Schwätzchen halten. Haben die Eisen? Seil, Angelhaken, Dietriche und Fischöl.
Ein fetthaltiges Öl mit penetrantem Meeresgeruch. Da ist Komponente für irgendwelche Rezepte, die wir noch nicht haben. Wir könnten mal Seile kaufen, die sind hier sehr billig und die kann man zu, die haben wir selten bekommen. Die brauchen wir gleich für mehrere Geschichten. Wir könnten mal ein paar Seile kaufen, auf Vorrat. Da hatten wir nicht mehrere Dinge, die man mit Seilen herstellen kann. Kletterhaken, einen herstellen. Hier nichts. Das müssen wir noch erlernen, die ganzen Rezepte. Dafür müssen wir einen Wissenspunkt ausgeben. Und auf dem Apothekentisch, nee, da war auch nichts mit Seilen. Wir wissen auch nicht. Nee, das war ein Seil für einmal Kletterhaken. Können wir mal machen. Wir kaufen ein Seil einmal. Ja? Wir stellen mal zwei Kletterhaken her. Wir kaufen mal ein zweites Seil noch. Da weißt du mal nochmal. Ach komm, wir haben es ja. Ich kaufe mal drei Seile. Boah, ich will es richtig wissen. Fünf Seile jetzt auf Vorrat. Wir gehen raus. Wohin ziehen wir als nächstes? Was meint ihr? Wir können uns das Geld holen, die Belohnung. Wann ist der nächste Sold fällig? In 6 Stunden. Wir können runterziehen in der Stadt und erstmal das Geld holen. Oder wenn wir ohnehin hier oben sind, mal weitere Ressourcen einsammeln und dann runterziehen. Karte erkunden. Finde ich auch wieder eine Idee. Zelt haben wir schon. Das Lager wurde aufgedeckt. Genau, das haben wir eben schon erlebt. Alles klar. Oh Gott, wir haben schon 11 Uhr. Ich bin so platt. Das sagt den YouTube-Leuten. Wir zeichnen ja auf nichts. Aber ich habe das Gefühl, ich habe erst 1,5 oder 2 Stunden gespielt. Die Zeit, wir sitzen jetzt seit 4 Stunden hier. Seit 3,5 zocken wir. Und das macht so einen Spaß, die Zeit fliegt an einem vorbei. Ich bin total, das hätte ich nie gedacht, dass wir 11 Uhr schon haben. Ich kann es überhaupt nicht fassen. Ich bin total platt. Wir erkunden weiter die Karte, genau. Nochmal die dringende Bitte an alle Leute, die das Spiel schon länger gespielt haben. Nicht die Karte spoilern, nicht die Quests spoilern. Gerne mit mir diskutieren oder mit anderen Leuten über gute Taktiken. Aber nichts, was man aus Kenntnis des Spiels, der Karte und der Events kennt. Nichts posten, damit macht man sich nicht beliebt. Bekommt eine rote Karte gezeigt vom Chat, wird eventuell auf Eis gelegt und bekommt vor allem viele böse Blicke und ganz schlechtes Karma. Das ist nicht gut. Gerade wenn man an die Wiedergeburt glaubt, dann klopft man irgendwann ans Himmelstor an und stellt fest, wenn Petrus oder wer auch immer einem gegenüber sitzt, dann wird irgendwie ein Zettelchen genommen. Dann wird die Liste angeguckt und dann wird genau nachgehalten. Da heißt es, nee, du warst knapp drunter, aber damals... Bei dem Twitch-Stream beim WB am 4. Dezember, da hast du die 3 Karma-Punkte versemmelt durch den Tipp, den du gebraucht hättest für einen Level-Up Richtung Himmel. Es geht abwärts. Da vorne ist der Aufzug. Du landest im siedenden Öl, aber mach dir keine Sorgen. Nach wenigen Jahrtausenden hast du es hinter dir. Überlegt's euch gut. Kommt nicht, es ist echt nicht empfehlenswert. So, wir laufen hier oben weiter rum und erkunden die Gegend. Speichern noch einmal ab. Sicher ist sicher. Hier oben geht's lang. Na, das ist ja das zweite Match, das wir machen. Wir hatten beim ersten Match ein Problem, ein Versionenproblem. Deshalb weiß ich schon, was uns hier erwartet, aber das ist egal. Jetzt sind wir von Ebern angegriffen. Eber der Stufe 3. 8 Stück. Wir müssen kämpfen. Das müssen wir machen. Wissenspunkte sind da. Wie viele Feinde sind es? 8. Keine Rüstung, 33 schaffen wir. Die haben leider eine unangenehme Fähigkeit. Sobald der erste Eber tot ist, ist der Schaden von allen anderen ver-50%-facht. Das heißt, statt 6 bis 7 werden es entsprechend mehr. Aber den töten wir so schnell. Da kommt man nicht drum rum. Es liegen wieder ein paar Speere rum, die 2. 4 sind hier links. 4 hier rechts. Wir packen mal wieder möglichst viele Einheiten auf die rechte Seite. Das nehmen wir gleich auf. Den Wolf hat, wer hat gute Rüstungspunkte und steht was durch? Arnold. Wenn Arnold im Kampf ist, ist er etwas stärker. Die können hier oben Arnold angreifen. Und der hat auch viele Rüstung, raue Axt.
Und auf der rechten Seite Ronja nach hinten, die Bogenschützin. Der Wolf ist gar nicht so der stärkste. Giftnadel, Brot ab, Anna in die Mitte, die macht die Flächenangriffe. Vielleicht kann Brot ab schon mal gleich Eberschubsen spielen. Wo ist Brot ab? Brot ab kann doch schieben, oder? Mit der Mistgabel, mit der Gabel des Bauern. Ziel um einen Meter schieben, okay. Mhm. Den brauchen wir auch mal. Der braucht auch dringend eine bessere Waffe. Den müssen wir auch einen besseren Speer versorgen. Vielleicht können wir mit Brot ab den Eber hier rüber schubsen oder den hier vorne hin. Irgendwas in der Art. Brot ab stellen wir außen hin. Anna Flächenangriff in der Mitte. Ronja von hinten. Giftnadel hier. Grauaxt und Arnold haben die meisten Trefferpunkte und eine gute Rüstung und blocken nach hier unten. Grauaxt zieht jetzt als erster. Die ersten Eber, die kämpfen, sind die in der Mitte und außen. Er geht hier hin, schnappt sich den Speer, schleudert ihn auf den Eber, zieht nach und eventuell ist der Eber dann schon raus. Alles klar? Machen wir das so? Brot abzieht. Grauaxt zieht. Zieht hier drauf auf den Speer. Ein Gratis-Aktion hier. Ja, das ging ab. Das war nicht so cool. Und hat die Schlitzerfähigkeit. Stellt sich davor. Drischt einmal drauf. Und setzt dann aus. Die beiden sind jetzt im Kampf. Jetzt kann einer von uns noch, entweder ziehen wir mit ihm von den Ebern weg. Wie viel Reichweite haben die? Bewegungspunkte 12. Das ist durchschnittlich viel. Jetzt kann man leider, kann man sich mit Klick auf die anzeigen lassen. Kann man das verschieben? Leider nicht. Ich kann mir nicht anzeigen lassen, wie weit die ziehen können. Das wäre ein Feature, was ich mir auf den Entwicklern wünschen würde. Eine Einheit anklicken und dann sieht man, wie weit die zieht. Geht nicht. Warum, weiß ich nicht. Ist eigentlich bei so Spielen fast normalerweise, also bei so runden Taktikkämpfen eigentlich Standard mittlerweile. Wir haben die Wahl. Entweder denken wir defensiv, dann ziehen wir Arnold weg, sodass die vier alle in dieser Runde keinen von uns erwischen. Oder wir machen Folgendes, ziehen mit Anna so hin, ziehen mit Anna ein Stück zurück, bekommen 3 Aktionspunkte zusätzlich, weil wir neben denen stehen, ziehen dann vor neben die beiden hier unten hier hin und sollten einen Spaltenangriff auf die ausüben können. Wir denken defensiv. Wir ziehen mit Arnold rauf und dann können die alle vier in dieser Runde nicht mehr angreifen. Ja? Ziehen einmal rauf und wenn er in einem Duell ist, bekommt er einen extra Aktionspunkt. Das heißt, dann sollten wir einen von den Ebern angreifen. Wir bringen einen Eber in ein Duell. Den kann er nicht in ein Duell reinbringen, deshalb kann er nicht den Sonderpunkt bekommen. Wir machen den mal in ein Duell. Wir ziehen uns mal, wir stellen den mal hier oben hin. Einmal zertrümmern bitte. Kostet nichts. Verzichten auf den schwächelnden Schlag. Der killt den eh jetzt noch nicht. Ich will noch nicht den Bonus-Aktionspunkt jetzt aufbrauchen. Wir sind im Duell, bekommen einen extra Punkt, wenn wir jetzt einfach eine Runde aussetzen. Ach nee, die Schwächung ist auch da. 3 Runden lang ist der schwächer. Ach, das lohnt sich schon. Komm, wir machen das. Wir hauen einmal mit dem schwächelnden Schlag hier zu. Dann bleibt er hier stehen. Er greift an. Das war klar. Leichter Rüstungsschaden bei uns. Ja, Welcome Energy beschwert sich um einen Bonuspunkte-Geiz. Da bin ich echt sehr für. So, und jetzt stehen die drei direkt nebeneinander. Das schreit doch nach einem Einsatz von Anna, oder? Das ist ja genialst hier. Zuerst versuchen wir, so viel wie möglich an Bonuspunkten von Anna zu bekommen. Sie hat die Eigenschaft Wachrütteln. Reichweite 4 Meter.
Wie weit kann sie? Zieht sie? Sie zieht weit. Wir ziehen mit ihr ein Schrittchen. Ja. Ja. Hier hin. Wachrütteln. Dann sollte sie 3 Bonuspunkte bekommen. Wir haben im Augenblick keinen mehr. Mal gucken, ob das auch beim Wolf klappt. Sollte klappen, der ist bei uns in der Party drin. Und? Ah, 3 Bonuspunkte dazu für Spezialaktionen. Ziehen jetzt runter, ziehen direkt zwischen die hier. Oh, der sollte den Bereichsschaden nicht bekommen. So. Wenn man einen Rechtsklick drauf macht, kann man sich das... Das ist ein cooles Feature. Dann kann man, das habe ich jetzt erst entdeckt, dann kann man sich anzeigen lassen, wo man steht und wie weit der Bereich reicht. Bis hierhin. Jetzt alle 3 einmal auf einmal. Einmal spalten, bitte. Und sie, jetzt noch nicht, aber wenn sie noch einmal auf Spalten geklickt hat, kann sie nach den Fleischwunderangriff durchführen. Und das wäre mega cool mit dem Bereich, aber das geht noch nicht. Wir müssen noch einmal normal kämpfen. Der nächste, der angreifen wird, ist wer? Guck mal bitte hinter mich. Einer hier unten, ne? Der als nächster, dann der daneben. Dann 2 hier oben. Der da hinten, das kann man nicht stoppen. Und dann der hier. Vielleicht können wir einen der beiden gleich rausnehmen, bevor die angreifen können. Sie bleibt hier stehen, ne? Ich finde, sie steht hier eigentlich sehr gut. Sie bekommt einen Bonuspunkt, wenn sie ablenkt. Ablenken können wir aber nicht machen, weil sie schon angegriffen hat. Wir könnten sie hier stehen lassen. Hat jemand anders einen Bereichsschaden? Ja. Ein anderer hat auch noch... Hat Giftnadel nicht den Bereichsschaden? Hinterhältiger Wirbelwind. Sie macht Platz für die Giftnadel. Für Giftnadel den Maulhelden. Auch hier 2 Meter Reichweite. Sie zieht nochmal raus, geht, weil sie nicht im... Ach, sie kann nicht genug Platz machen. Das schafft sie nicht. Aber sie zieht so weit wie geht weg, weil vielleicht kann er gleich hier zumindest die beiden erwischen. Da bleibt sie jetzt stehen. Jetzt zieht der Wolf automatisch. Ein Schwein weniger und alle haben jetzt den Bonus bekommen. Plus 50% Kampfstärke. So, jetzt würde ich mal versuchen, auf der Mitte Giftnadel die beiden erwischen. Mit einem hinterhältigen Wirbelwind. Rechtsklick drauf, dann sehen wir den Bereich. Ja. Hierhin. Wie viel haben die noch? 23. Wir könnten sogar einen Axtwurf machen. Der ist nicht so cool, aber wir haben so viele Punkte. Das kann man problemlos machen. Wir ziehen ein Stückchen vor. Und zwar so, dass wir... Hierhin. Einen Axtwurf auf den... Erwischt er den noch? Nee, nur den vorderen? Ah, es geht nicht beides. Einmal hier drauf. Dann ziehen wir hier vorne hin. Giftnadel bekommt einen extra Punkt, wenn er neben einem Feind steht, ohne zu kämpfen. Kann er danach noch ziehen? Ich denke ja, ne? Wie viel Bewegungsmoment? Er hat genug. Einmal hier hin. Einmal den hinterhältigen Wirbelwind, bitte. So, und wir bekämen einen Bonuspunkt zurück. Wenn er neben einem Schwein steht, ohne dass er kämpft. Das ist hier der Fall. Das ist, gilt nicht als Kampf. Er bleibt da stehen, setzt aus. Jetzt bekommen wir wieder einen Punkt dazu. Da ist er. Jetzt ziehen die rauf. Ich hoffe, einer von denen läuft gleich von den Ebern durch die Bärenfalle durch. Der zum Beispiel. Sehr schön. So, jetzt hier unten wieder.
Der zieht gleich als nächster. Danach ist der dran. Vielleicht kriegen wir den noch gekillt, ja. Das ist der übernächste, der zieht. Vielleicht mit Ronja. Oder mit Brot ab. Brot ab schafft das. Brot ab kann einen problemlos vielleicht einen noch killen. Den hier eventuell sogar. Ja. Ach, einer hat im Bereich bekommen Schaden. Alle Einheiten im Bereich? Das ist doch Quatsch. Echt? Da können wir das nicht mal. Aber ich dachte, er kann einen gezielt anklicken. Nee, geht nicht. Wieso trifft man denn mit dem Speerwurf auf 10 Metern alle diese Einheiten? Das ist doch Quatsch, oder? Doch, da steht's. Bei der ersten getroffenen Einheit bluten. Dann können wir das nicht machen. Zorn, wenn eine Einheit keine, nur noch 50% Trefferpunkte hat und 10 Schaden. Wenn wir den aufspießen, ja, den können wir killen. Den können wir nicht killen. Einen einmal zustechen sind 5 bis 7 Schaden. Der hat maximal 33 Trefferpunkte. Das heißt, wenn der nur noch 16 Punkte hätte, dann können wir Zorn machen und ihn 10 kosten. Wir konzentrieren uns auf den Kollegen hier unten. Wir ziehen hier hin. Komm nicht neben den, der ist zu weit weg. Aber er ist vergiftet und er stackt. 10 Punkte verliert er sowieso. Der verliert 6 bis 7 Punkte, wenn er dran ist. 11 hat er noch. Das heißt, am Ende seines Zuges, nachdem er gekämpft hat, ist er sowieso tot, wenn wir ihn jetzt einmal treffen. Wir konzentrieren uns auf den Kollegen hier unten. Naja, wir machen das so. Wir ziehen hier runter, einmal hier vorne hin. Ronja. Wie weit kann Ronja? Ronja ist eventuell zu weit weg, um den anzugreifen. Ich weiß, ach komm, ist egal. Wir ziehen mit dem Brot ab, einmal hier unten hin, einmal hier vorne. Stechen einmal zu. Ja, Zauber, da muss er mal ein bisschen Glück haben. Jetzt könnte er noch einmal den Speerwurf machen, das machen wir nicht, weil wenn das der Text stimmt, dann würden wir mehr Freund als Feind erwischen. Ziehen können wir noch nicht mehr, eine Runde weiter. Eva greift uns an. So, Ronja ist dran, ballert noch einmal unten rauf. Es gibt nur noch 6 Eva, 3 kommen von unten. Es sieht gut aus, es läuft.